Hallo und herzlich willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Heute habe ich eine Buchvorstellung und ein kleines Gewinnspiel für euch. Und zwar geht es um folgendes Buch. Das nennt sich Kreuzfahrt am Abgrund von dem Autor Jürgen Neff. Ja, das wurde mir vor kurzem zugesandt und ich dachte so, naja, super. Schon wieder so ein Kreuzfahrtbuch. Mit Kreuzfahrtbüchern habe ich viel zu tun, könnt ihr euch denken. Mir werden hin und wieder mal welche zugeschickt, um diese durchzulesen und zu rezensieren. Und meistens lege ich die aber nach 10 Minuten wieder weg, weil die mich einfach total langweilen. Jetzt denkt ihr, ja klar, die ist das ganze Jahr auf Kreuzfahrt. Natürlich langweilen die Bücher über das Thema. Aber das hat damit nicht viel zu tun. Meistens ist es so, dass die Bücher einfach total schlecht geschrieben sind, ja nicht flüssig zu lesen sind und dazu noch so gewollt lustig. Aber tatsächlich ja, kommt eher das Gähnen als das Lachen. Ja, und dementsprechend negativ bin ich auch erstmal an dieses Buch rangegangen. Ich dachte mir so, ja, komm, fängst mal die ersten 10 Seiten an und dann wird sich das Thema schon in Kürze erledigen. Aber dem war nicht so. Jürgen Neff, der hat nämlich eine ganz tolle Art zu schreiben. Der schreibt flüssig und spannend. Und das liegt, glaube ich, in erster Linie daran, dass er ja, die handelnden Personen permanent wechselt, sodass man von einer Perspektive in die andere springt. Manchmal gar nicht mehr so genau weiß, wo man eigentlich gerade ist. Aber das hat den Vorteil, dass man die Szene im Buch wirklich von allen Perspektiven her beleuchtet bekommt. Und um was geht es in dem Buch? Ja, Kreuzfahrt am Abgrund, es ist ein Thriller. Und das hört sich erstmal ja, so ein bisschen duster an. Und das ist es auch. Es geht darum, dass ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff, entführt wird in Asien während einer Kreuzfahrt mit 2600 Passagieren an Bord. Am Ende kommt noch die GSG 9, es werden Bomben an Bord gezündet, Drohbriefe gehen in der Kreuzfahrtzentrale ein. Ja, und man kann eigentlich das Buch, desto mehr man liest, nicht mehr weglegen. Man will wissen, wie geht es weiter? Schaffen die Entführer ihr Ziel durchzusetzen, ihre Forderungen? Und was ist mit den 2600 Passagieren an Bord? Werden die es schaffen, aus dieser Situation wieder rauszukommen? Hauptdarsteller in dem Buch ist ein Journalist, der Tom. Ja, und der hatte mal einen Schicksalsschlag und wurde jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen, auf diese Kreuzfahrt zu gehen. Ja, und dem gefällt das natürlich alles so gar nicht, was er da zu sehen und zu hören bekommt. Aber dadurch wird das Buch noch mal spannender. Daher von mir für euch eine absolute Empfehlung für das Buch Kreuzfahrt am Abgrund. Ich habe tatsächlich nicht viel Zeit in das Buch investiert, denn ich hatte es bereits nach 2 Tagen komplett durchgelesen. Und ich denke, die 2 Tage kann man durchaus mal investieren. Ob ich das Buch auch auf einer Kreuzfahrt lesen würde? Auf meiner ersten vielleicht nicht. Dann würde ich wahrscheinlich ständig gucken, ob da vielleicht irgendwo was Auffälliges ist und das, was im Buch passiert, vielleicht auch mir passiert. Ja, ich habe euch versprochen, es gibt noch ein kleines Gewinnspiel. 3 dieser Exemplare habe ich nämlich zu verlosen. Und wie könnt ihr 1 dieser Exemplare gewinnen? Ihr abonniert natürlich unseren Kanal. Gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar, warum ihr das Buch unbedingt gewinnen möchtet. Ja, und unter allen Einsendern oder unter allen Kommentaren verlosen wir dann das Buch. Teilnehmen könnt ihr bis nächste Woche Samstag, das ist der 8. Juni 2019. Und am Sonntag, den 9. Juni, da werden wir dann die Gewinner abends ab 19 Uhr in unserem nächsten Livestream bekannt geben. Und ich denke mal, das ist jetzt eine Woche hin, da könnt ihr euch überlegen, warum ihr das Buch haben möchtet und ihr gebt jetzt am besten Gas und ich mache mir ein schönes Wochenende. Also bis dann und bis zum nächsten Mal.